Wo bin ich denn? Ah? Bin ich immer noch in Österreich, muss ich vorsichtig sein. Ja, du hast recht, du alte Tüte, Mann. Hast du überhaupt einen Führerschein? Da kommt eine Polizeikontrolle. Darf ich mit unserem Bus fahren? Nein. Ich fahre nur mit unserem Bus, mit dem Seniorenbus. Sonst fahre ich nicht. Streik ich. Wir besuchen jemand Spezielles. Wir fahren mit seinem Bus und fahren ihn besuchen. In München wohnt er. Wir fahren aus Österreich. Ach, aus Linz. Ist in Ordnung. Ach du Schande. Oh. Das ist schöner hier. Paluten, zieh dich warm an. Dein Bus ist relativ schnell Schrott. Ich möchte natürlich auch nicht den Bus kaputt machen. Und wenn der Georg mit an Bord ist, dann habe ich sowieso keine Sonne. Verdammter Pfeffer. Einsteigen, Leute, ich will los. Ja, Sie können bitte einsteigen. Mahlzeit. Auf geht's, einsteigen bitte, meine Herrschaften, ich bin spät dran. Dankeschön. Aber bitte eine Maske auf. Ältere Leute werden nicht mitgenommen, wird hier vom Senior gefahren, geht's nicht. Herzlich willkommen im Flixbus Paluten. Oh, das ist aber ein schicker Bus. Noch ja. In München muss er auch noch so gut aussehen. Für Corona-Zeiten ist er voll. Es kommen sicher noch ein paar Sachen, dass man sagt, aua, aua, warum habe ich mich nicht angeschnallt? Es ist Pflicht. Bitte legen Sie auch die Maske an, eine FFP2-Maske bitte. Haltet euch mal bloß fest. Also, auf geht's, Herrschaften, los geht's. Also, niegelnagelneuer Bus. Eben, niegelnagelneu. Hallo, wir kommen, aber schön langsam. Du musst erstmal mich hier rausquälen. Oh, ist eine Holperstraße hier. Brigitte? Ja? Die Leute gucken schon. Warum? Weil ich so langsam bin? Nö, nicht. Nee. Ist eine schöne, leere Straße, die kommen uns alle entgegen. Auch die Österreicher haben manchmal gute Straßen. Nichts gegen Österreicher, um Gottes Willen. Sind nette Leute. Es ist alles hier in Ordnung in Linz. Aber wir hätten eigentlich vorher lieber noch eine Linzer Torte essen sollen. So good and tasty. Das haben ja deine Fahrgäste vielleicht auch schon gemacht. Ja, die, aber nicht ich. Aber in Österreich warst du schon mal? Nee. Noch gar nicht? Doch. Ich war schon mal in Österreich. Ja, du fährst 10 km/h. Ja, ich will ja auch heil ankommen. Also hier muss ich noch nicht rum. Ich war schon mal mit einem Unfall. Da war aber eine Runde abgebogen. Ich muss die nächste erst abfahren. Ja, ich gebe mir ein paar Rot rüber. Könnte ich ja theoretisch noch ein bisschen Gas geben. Ist der Fahrer betrunken oder warum fahren wir so? Ja. Siehste? Das war ja nur keine große Leistung. Sieht ja eigentlich ganz gut und leer und ordentlich aus. Da könnte man doch eigentlich auch gut fahren. Ich war einmal in Linz von Passau nach Wien. Nee, nach Budapest, Quatsch. Nee, zweimal war ich ja da. Ich war ja zweimal auf der Donau. Und ich muss gleich wieder die Autobahn verlassen hier. Na gut. Aber der Georg ist dir schon ein bisschen voraus. Der hat noch keinen Unfall gebaut, ja. Na, das ist mir klar. Dass der Georg keinen Unfall baut und nicht so schnell. Gleich. Doch ja, nicht mehr raus aus Linz, das war mir klar. Bist du doch super aus der Stadt rausgekommen. Ja, das war ja auch, das ging ja auch. Das ging ja. Der kommt da hinten in der Nähe. Die Ampel war aber auch sehr doof. Die konnte man kaum sehen auf der Autobahnampel. Wo kommt Ballett oder was? Wo kommt denn nur die nächste Schikane her? Ich fahre jetzt 87. Wie viel? 80. Also erlaubte Geschwindigkeit. Das heißt, ein Bus, glaube ich, darf sogar 100 fahren. Ein paar Luden sowieso. Was sind diese Schlanglinien? Halt die Klappe. Schöne Berge da hinten, was? Ja. Ich muss mich auf die Fahrt konzentrieren. Ich kann hier nicht Berge steigen. Ich bin auf die Autobahn. Hier siehst du, aber das wartet doch schon wieder. Der Bus kippt gleich um. Das macht nichts. Dann fahren wir auf der Seite weiter. Stell dich nicht so an da hinten. Ihr habt billige Tickets, ihr dürft keine Ansprüche stellen. So geht's nun schon gar nicht. Wie viele Kilometer pro Stunde hat jetzt 100? Fährst gerade 86. Das ist ja nicht sehr viel. 100 darf ich? Darf ich, muss aber nicht. Ja, ihr bleibt schön da stehen, bis ich vorbei bin. Das ist vernünftig von euch. Danke euch. In Deutschland wird rechts gefahren und nicht links. Aber wir sind ja in Österreich. Aber da ist auch Rechtsverkehr. Könnte jetzt hier links die Donau sein, was hier hinter verborgen ist, was ich nicht sehe. Ich fahre zu schnell. Nein. Ich bin Gott sei Dank immer noch auf der richtigen Strecke.
Na Paluten, was sagst du zu uns alten Krücken hier? Ne? Bist du mit den Fahrkünsten deiner Senioren zufrieden? Wenn du uns nun schon deinen Bus gibst, das finde ich schon sehr, sehr. Das ist ein Vertrauensbeweis. Vom Auto muss man als alte Frau einfach so fahren. Mach mal. Mein Lebtag noch nicht in 90 Jahren kein Bus gefahren. Jetzt fange ich an, Bus zu fahren und dann soll ich das auch gleich noch können. Also ein bisschen viel fahren. Aber du kannst es doch. Nee, du siehst ja wie ich rumeier. Die muss ja hinten, den wird hinten doch schlecht. Auf der richtigen Fahrbahnseite bin ich auch noch. Ich fahre noch nicht als Geisterfahrer. Nein. Du spielst mit deinem Leben, wenn du mit mir fährst. Wir wollen ja leben und wir wollen Spaß haben. Und dann müssen wir vielleicht noch ein bisschen konzentrierter, schneller fahren. So zum Bleistift. Falls ich eine Tüte brauche, ich habe hier vorne eine Tüte. Also sag mal, die PKWs sind so lahmarschig hier. Das darf doch nicht wahr sein. Warum fahren die denn nicht vernünftig auf der Autobahn? Die müssen doch keinen Aufenthalt genehmigen lassen hier. Darf ich ja sowieso nur 100 fahren. Wer ist 30? Das ist ja alles verboten. 30 darf ich nicht fahren. Was darf ich nicht machen? Über 100 darf ich nicht fahren. Da eben. Sag mal, was machen die für Fahrten da vorne? Da muss ich doch mal überholen, das nützt alles nichts. Die fahren ja irgendwie sehr kurios da. So holst du dich auch nicht mehr ein. So langsam bin ich. Oh Gott. Kommt mir wieder eine blöde Kurve. Ich muss ein bisschen Gas wegnehmen, sonst kriege ich die Kurve nicht. Ist aber schön, dass du Vertrauen in mir hast. Ach, ist das schön. Vielleicht kippt der Bus noch rum. Ach, du hast eine Macke. Ich wusste es. Die Lenkung ist scheiße. Dabei habe ich am Anfang gesagt, seid vorsichtig mit mir zu fahren. Also das ist nicht einfach. Aber sie wollten ja unbedingt. Also du hast eine realistische Chance, den Georg noch einzuholen. Du willst mich bloß ablenken, ich weiß. Du willst die Konzentration unterbrechen. Das kenne ich doch schon wieder, den Spaß hier. Die Lenkung ist wirklich fürchterlich. Auch wenn der Bus schlecht reagiert. Aber guck mal, der fährt also in der Kurve, ich muss ständig nachdirigieren, das ist nicht in Ordnung. Das macht auch kein Busfahrer. Der macht auch nicht solche McKinney wie ich hier. Wenn man nicht schwimmen kann, ist die Badehose schuld, wa? Ja. Mann, ich kann doch hier keinen Walzertakt fahren, verdammter Pfeffer. Los da! Los da vorne, weg da! Ach, er macht Platz, das ist immer nett von dir. Wo bin ich denn? Ah? Bin ich immer noch in Österreich, muss ich vorsichtig sein. Ist das Tempolimit hier echt so hoch? Ich muss bremsen! Habe ich eine Vignette oder keine? Alles erledigt. Aber Paluten fährt sowieso ohne. Das ist ja sein, wo ist die Rechnung, geht daneben. Ja, genau. Du wurdest geblitzt. Jetzt nicht mehr. Scheiße! Wenn Sie wollen, dass uns schlecht wird, dann haben Sie es gleich geschafft. Ja, ich mehr hoch. Der Polizeiwagen ist im Eimer. Und die Polizei ist auch schon da. Na bingo, 100% heute wieder mal. Da hinten ist der Große was schon wieder. Ach du Große, Liese. Evelyn, wo bist du? Wehe, wenn ich auf das Ende sehe. Jetzt komme ich in den Tunnel rein. Da muss ich vorsichtig sein. Nein! Siehste? Evelyn, mach dir eine Straße. Hauptsache, wir kommen gesund an. Ja, 60 ist hier nur erlaubt. 80. Und wie viel hab ich? 57 oder was ist das? Also im Tunnel ist 60, 80 meistens auch immer nichts anderes. Verdammter Pfeffer. Siehste? Ach, ja, mach doch eine Schramme. Du kriegst, sag ich doch, du kriegst dein Auto nicht ganz wieder. Guckst du auch auf die Schilder? Nach München wollen wir. Ja, geradeaus. München ist rechts. Jetzt habe ich mich verfahren. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Bin ich ganz ehrlich. Der Georg hat die Ausfahrt verpennt. Tatsache? Das glaube ich nicht. War da ein Schild nach München? Ich habe nicht gesehen jetzt. Aber ich nicht, kann mal sehen, wie ich hier konzentriert bin. Das kostet wertvolle Zeit, ja. Aber ich wollte die Landschaft genießen. Die ganze Landschaft sieht gut aus. Die Polizei, hau ab, Mensch. Du störst. Die überholen alle Rechte. Das ist verboten. Aber wahrscheinlich war ich so zuckel hier. Quatsch nicht, sondern pass auf, ja. Der ist aber frech. Das war eine freche Fahrweise hier. Einfach davor setzen. Aber kannst du mal sehen, ich bin doch schon ganz schön weit gefahren. Aber er fährt ruhig, der Palutenbus. Er ist auch noch neu. Hat die Bomben alle, Oma. Nur los. Mal sehen, was da noch wieder kommt. Ja, der hat sich auf jeden Fall jetzt ein bisschen Vorsprung rausgefahren. Ja. Ich sag ja, also Brigitte gönne ich das. Oh. Allen anderen nicht. Das ist ja schlimmer als in einer Wildwasserbahn. Hör auf zu meckern.
Jetzt sind wir in Deutschland. Oh, was ist da vorne? Da kommt eine Polizeikontrolle. Ist der zu schnell gefahren oder warum zieht dich die Polizei raus? Ja, das weiß ich ja auch nicht. Ich und zu schnell fahren, das ist ja wie ein Witz. So, nu. Das ist die Kontrolle. Kann ich jetzt weiterfahren? Du hast die Polizeikontrolle überstanden. Ach so. Alles gut. Warst du schon mal in München? Ja. Nicht so schön wie Berlin. Nee, also ich bin Berlinerin. Wenn ich mir aussuchen könnte, Hamburg oder München, würde ich immer Hamburg nehmen. Dann wäre eine Berlinerin in Hamburg eher. Okay. Aber eine Berlinerin in München, ja, zum Besuch, absolut in Ordnung, ja. 100 Kilometer muss ich noch fahren. 100? Aber der Georg ist natürlich schon ein bisschen vorausgefahren. Ja, nein, das war mir klar. Nein. Georg, bleib mal hinten. Ah, ich bin viel zu schnell. Hol dir noch einen Kaffee, mach dich lang und dann kannst du hinterher getrottet kommen. Es hat den Anschein, als ob wir ganz gut durchkommen und der Kaffee auch noch warm bleibt. Jetzt fahren Sie aber mal schneller als 60 km/h. Das ist zu wenig. Und auf der Autobahn schon zweimal. Junge, also das darf nicht wahr sein. Du gib aber Gas, Junge, wenn du schon überholen willst. Du kannst ruhig da drüben bleiben, brauchst nicht bei meiner Spur zu kommen. Ich fahr schon wieder 100. Das macht mir gar nichts. Du hast ja, na, so schnell darfst du ja auch nicht. Du musst am Ende wegfahren. Und erst rechts überholen und will mich den hier schneiden. Das finde ich ja auch gut. Gut, okay. Also so schnell fährt dieser Bus nun leider nicht. Wenn ich auch über 100 schaffe, das heißt, die anderen LKWs haben keine Chance. Du bleibst da mit deinem blöden Ding und ich zieh vorbei. So, die auch noch, weg damit. So. Ach, den nehme ich gerade mit. So. Na. Das wollen wir doch nicht mehr haben hier. Oh, was ist hier los? Ja, an der Baustelle kannst du kaum auf der linken Seite fahren, dass der Bus ein bisschen zu breit führt. So, lass mal hier rauf. Ist vielleicht besser. Nein. Hast du überhaupt einen Führerschein? Das sollte man aber, glaube ich, nicht machen. Auch wenn das ein Palutenbus ist. Paluten, bitte entschuldige. Ja, meine, eventuell kann man den ja mit Hydraulik schmaler machen. Alles möglich bei Paluten. Paluten, kriegen wir noch Kaffee und Kuchen oder nicht? Der hinter mir musste eben abbremsen, weil er gedacht hat, ich komme ganz rüber. Was war das jetzt für ein Schild, verdammt? Jetzt haben wir die Abfahrt verpasst. Ich hätte es nicht lesen können. Scheiße. Paluten, wir kommen. Wir müssen jetzt rechts abbiegen. Dicht hinter dir. Na, nee. Also Georg, er hat zwar gesagt, ich soll es besser machen wie er, aber ich schaff's doch. Können Sie mal eine Pause einlegen? Ja, jetzt meckert ihn, aber was hat der hinten gesagt? Ein Pinkelpaar. Ja, die haben unten ein Toilette, das kann runtergehen. Also, was macht der denn da? Was ist denn das nur? Und der fährt einfach weiter, na gut. Jetzt muss ich rum. Schieb ihn weg, sonst überholt sich der Georg noch. Der hat da grün. So, genau. Ich denke, könnten Sie vielleicht. Was ist denn das jetzt? Hier eine Ampel? Oh Gott. Und ich kann die Ampel noch nicht mal sehen. Alles noch gut. Die Ampel ist sauber rot umgesprungen. Jetzt habt ihr mich ja wirklich durcheinander gebracht. Jungs, ihr habt mich durcheinander gebracht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Sehr aufmerksam, ja? Oh, das war ja jetzt eben anstrengend. Ach, das ist ja hier. Da hast du mich aber hier in der Ballerei gejagt. Ja, weißt du also nicht. Muss man denn nicht aufpassen? Ich denke bloß an die da hinten, was die da hinten alle aushalten müssen, die Armen. Komm, die Laterne nehmen. Nein! Naja, geht nach oben. Hast recht. Ach, jetzt bin ich wieder bei Rot rüber gedacht. Jetzt habe ich auch, die Ampel habe ich zu spät gesehen. Kein Alkohol am Steuer. Nee, habe ich ja nicht getrunken, die Tüte. Eieiei, wenn du hier wartest, da überholt sich der Georg noch. Kannst du auch abkürzen. Wie denn? Da dran vorbeifahren. Doch nicht auf der Gegenspur. Da ist eine durchgezogene Linie. Wenn man die bekloppt, dann holt der mich gleich weg. Nur los! Zack, vorwärts! Nur los, Mensch! Na siehst du, geht doch. Jetzt aber schnell, das ist noch gelb. Oh. Wo ist denn die Evelyn? Aber mich ist ein bisschen. Fast noch da als Berlin. Ich hatte eine Cousine, die war eine Berlinerin und seitdem sie in München gewohnt hat, war die richtig verhaftet.
Nee, die sind mir da zu voll, das ist nicht für mich. Ja, Oktoberfest, ich war eingeladen und da hatten wir sogar eine schöne Ecke, wo wir sitzen konnten. Wir hatten eine sehr tolle Bedienung, die hat uns auch alles gebracht, was wir haben wollten, obwohl du im Oktoberfest normalerweise in den Sälen nur Bier kriegst. Aber wir haben auch Longdrinks gekriegt, die wurden dann eben in die Bierflaschen, in die Gläser reingestellt, war alles kein Problem. Und noch ein Auto, na bingo! Dann war das München? Ich glaube ja, zu einer Messe, das war auch nicht schlecht. Ja, du hast recht, du alte Tütemann, bist ich alleine. Mann, jetzt bin ich wirklich ein bisschen durcheinander gebracht worden. Ihr seid gemein. So, peng. Noch eine Ampel. Wie viel Ampel habe ich denn schon? 5? Hier sind aber Holpersteine. Mein lieber Schmidt, ist das eine schlechte Straße. Ich holpert aber hier gut. Mit meinen Ampeln bin ich jetzt vollkommen durcheinander gekommen. Ich weiß jetzt gar nichts mehr. Dahin, ja. Noch weiter, wir müssen noch mal rum. Alles klar, okay. Dann müssen wir jetzt unseren Halteplatz suchen. Werde ich gleich feststellen, wo der ist. Ja, wir gehen ein paar Minuten warten da schon auf dich, ja? Ha, ha, ha. Da muss ich hin. Genau. Ist das hier so komisch oder fährt er wie ein Bekloppter? Ich fahre wie ein Bekloppter. So, meine Herrschaften, wir sind gelandet. Ich hoffe, Sie sind ohne gesundheitliche Schäden hier angekommen. Alle aussteigen, Tüten und Papier mitnehmen. Paluten, hier ist dein Bus. Unversehrt, jawohl. Gepäckstücke sind auch alle raus. Jetzt kannst du mir Kaffee und Kuchen servieren. Passagiere leben auch alle noch. Na Gott sei Dank. Jetzt ist endlich Zeit für Kaffee und Kuchen. Paluten, gib einen aus, wir sind da. Und denk dran, Paluten, guck dir das mal an. So fährt man und nicht so wie du. Ne? Freuen uns auf einen Besuch in Berlin. Denk dran, in Berlin ist es wesentlich härter. Da kommt man für Vergehen ganz schnell in den Knast. Und da besuchen wir dich nicht, da lassen wir dich verrotten. Entschuldige bitte, Paluten, dass ich deinen Bus so kaputt gemacht habe. Tut mir leid. Wenn ich gut versichert bist, Paluten, Vollkasko, dann bleibt mir bloß noch. Tut mir leid. Und dann krieg ich Kaffee und Kuchen, aber bitte für die beiden anderen auch. Wir sind nun mal ein Team. Wenn schon, denn schon. Danke. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte ein Like da. Ihr kennt das ja. Abo, Däumchen und die Glocke. Ihr seid eine coole Socke. Danke.